Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Mod Long War Season 5. Auf uns wartet jetzt eine Ratsmission, die ich eigentlich schon in Season 3 einmal vergeigt habe, weswegen ich hier schon ein bisschen Angst vor habe. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Und ja, da müssen wir halt eben mal gucken. Naja, Theodor kommt auf jeden Fall mal als Anführer mit. Und ich glaube, wir könnten hier Vitalpointout-Shooting geben. Plus 2 Grundschaden. Wobei, Schnellfeuer wäre ja auch nicht verkehrt. Komm, wir probieren es mal mit Schnellfeuer. Bei Vitalpointout-Shooting darf man ja nicht unterschätzen. Dann nehmen wir einen Catweasel mit. Wir nehmen auch einen Infomouser mit. Denn wir brauchen einen flexiblen Nahkämpfer, denke ich. Herbert ist sowieso gesetzt. Dann kommt Atja als Scout mit. Thailan als Rocketeer. Ich wünschte, er hätte noch einen zweiten Gunner zur Verfügung. Ning Hong als Sunny. Und Marina als Sniper. Oh, was für eine Chaos-Truppe. Ich hoffe, es geht nichts schief. Nimm mir bitte nochmal das Scope mit. Laservisier behältst du auch. Für erhöhte Treffsicherheit. So, jetzt ist die große Frage. Soll ich hier mit Gauss-Gewehren ausrücken, statt mit den üblichen Legierungskanonen? Könnte sinnvoll sein, oder? Ich bin ein bisschen unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Pulsbögen lassen wir mal daheim. Könntest vielleicht mehr Granaten mitschleppen. Wie gesagt, Pulsbögen lassen wir daheim. Nehmen wir Granaten mit. Wobei, Schrotmunition wäre ja auch nicht verkehrt. Dann könntest du nochmal schreddern. Wenn die Schredderrakete mal nicht mehr verfügbar ist. Jo. Moment, ziehen wir dir erstmal was Warmes an. Und ich glaube, wir probieren es tatsächlich mal mit Gaussgewehren. Außer Infomouser, der bleibt natürlich seiner Legierungskanone treu. Nimmt dann auch noch Sprengmunition mit. Kannst du sonst noch irgendwas gebrauchen? Ich glaube nicht. So, Herbert. Schalenrüstung. Gaussmaschinenkanone wäre ja nicht verkehrt. Ja, probieren wir sie aus. Panzerbrechende Munition noch. Damit du auf jeden Fall was triffst, bekommst du einen Scope. Atja bekommt auch noch die passende Rüstung. Ja, ich glaube, wir stellen uns hier mal wirklich auf einen Mittelstreckenkampf ein. In letzter Zeit hatten wir wirklich drastische Probleme mit unseren Shotguns. Und wenn man sich darüber nach Gedanken macht, dass diese Map eventuell Mechtoid verseucht ist. Ja. Gut. Vielleicht noch einen zusätzlichen Battlescanner. Würde nicht schaden. Und dann nimmst du mir noch den Bewegungsmelder mit. Gut. Bei Thailan ist es ja relativ einfach. Sie bleibt bei ihrer Stuttergun. Wenn man damit sagen muss, dass sie damit relativ schlechte Chancen hat gegen Mechtoid. Sie soll ja in erster Linie Raketen verschießen. Auch du nimmst mir eine Mittelstreckenwaffe mit. Und die Gasgranaten? Gut. So, dann bleibt nur noch Marina übrig. Zusätzliche Munition ist genehmigt. Kestrel und Gauss Long Rifle. Und ein Legierungs-Bipod. Ja, doch. Dann würde ich mal sagen, brechen wir mal langsam auf. Los geht's. Puh, das kann interessant werden. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Na dann. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Ja, danke für die ausführliche Information. Ich habe wirklich so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Aber wir wollen ja Annette unseren Truppen hinzufügen. Von daher müssen wir da hin.
keine andere Wahl, als uns da durchzuprügeln. Anscheinend geriet der Transport unter Beschuss, als er versuchte, den Damm zu überqueren. Den Zerstörungen nach müssen die Aliens das gesamte Gebiet unter Feuer genommen haben, um den Lastwagen aufzuhalten. Wenn sie das Ding so unbedingt haben wollen, wage ich gar nicht daran zu denken, was sie noch alles schicken könnten, um ihn zu kriegen. Der Damm ist übel zugerichtet. Wir müssen schnell handeln, wenn wir ihnen zuvorkommen und uns den Lastwagen sichern wollen. Das war jetzt kein Fehler. Nein. Der Damm ist schwer beschädigt, aber es sieht so aus, als könnten wir sein Brechen hinauszögern, indem wir die Auslassventile öffnen, die sich auf dem Weg zu dem Fahrzeug befinden. Gut, Marina, kommst du da jetzt schon hoch? Nein. Geh also erstmal hier hin in Stellung. Und der Rest läuft wirklich, soweit es geht, nach vorne. Ich zisch ab. Gut, zisch ab. Infamauser, du gehst mir mal auf... Naja, wir sehen da nichts. Das dritte Ventil ist hier und in der Reichweite ist nichts. Von daher würde ich sagen, Infamauser marschiert schon mal in die richtige Richtung. Bitte, 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 deck nichts auf. Gut. Und Theodor geht hier hin. Commander, wir orten feindliche Flugobjekte, die sich der Position von Strike One nähern. Großartig. Anscheinend schicken die Aliens Verstärkung für die Jagd nach diesem Lastwagen. Und wir hören schon mal MacTalk. Hey, da wollte ich hoch. Hahaha, noch im Feldposten. Ist ja nett. Nun gut, 37, 52, Feuer frei. Gut. Herbert, das schaffst du nochmal, oder? Der erste wäre erledigt. Catweasel, eine Granate da hinten hin vielleicht? Das wird nicht viel Schaden machen. Ich hoffe, das Auto geht gleich noch mit in die Luft. Gut, da waren es nur noch 3 HP. 44%. Probier einfach. Nein? Du lass es nochmal probieren. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht mit Schnellfeuer und zweimal. Pure Munitionsverschwendung. Ja. Probier's einfach. Weiß, einfach sieht anders aus. Feind lebt noch. Ja gut, da muss Atja wieder zurück. Copy that. Ich hoffe, der trifft jetzt nicht. Oh, gut. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Gut. Na dann, Informauser. Du holst uns erstmal das eine Ventil hier. Geöffnet. Jetzt gilt es, den Lastwagen zu sichern, ehe es zu spät ist. Ja, gut, aber da müssen wir auch über die ganze Map, Bradford. Du kannst ja direkt hochrennen. Ich hoffe, du deckst dabei nichts auf. Und das sind die Jumpy Legs. Bleib hier mal in Position. Du bitte ebenfalls. Commander, wir haben neue Kontakte, die sich dem Gebiet nähern. Dann. Wir haben ja eh schon genug Zeit verloren, weil wir uns hier aufhalten mussten. Sektor 1. Sektor 2. Erledigt. Sektor 3. Den sehen wir nicht. Oh, hallo. Herbert sagt mir, dass du den sehen kannst. Nein, du siehst nur den hier. Um den kümmert sich erstmal Atja in the Zone technisch. Affirmative. Oh oh.
Da wird mir immer so anders, wenn ich das so sehe. Gut, 100%. Ja, ich glaube, du wirst dann wieder vorrennen. Das Auslassventil ist offen, aber das reicht noch nicht. Weiter, Strike One. Nun gut, Herbert. Geh mal hier hin. Verstanden, Commander. Ach ja, du kannst dich nach der Bewegung, nicht mehr schießen. Ich bin komplett verdrängt. Vielleicht eine Granate für dich? Gefällt dir sowas? Ja, und da rächt sich jetzt, dass ich keine Heat Whites genommen habe. Naja, aber immerhin 6 Schaden. Mit etwas Glück kann ihm Infomausel den Rest jetzt geben. 100%? Gut. Sehr schön. War doch gut, dich mitzunehmen. Thailan rückt hier nach vorne. Ning Hong hier hin. Ja, ich weiß, wir müssen mal langsam wieder nachladen. Theodor muss mal dringend nachladen. Dasselbe gilt auch für Adja, aber erstmal nach vorne. Ich muss erstmal feststellen, wo sich der Mech dort hier befindet. Ne, es sind mehrere, das höre ich doch sofort raus. Guckt euch mal das an, durchgehend so viel Gestampfe. Thailan, du gehst erstmal hier hin. Dann kam Adja hier hin. Bewegungsmelder. Wirf mal mir einen Gefechtsscanner hier nach hinten hin. Ich hoffe, der glitscht nicht durch die Map durch. Das passiert ja gerne mal auf diesen Plattformen. Guck mal. 2 Mech-Toys. Sind das 2 unterschiedliche Pots oder? Da dürftest du eigentlich nichts aufdecken. Die 2 Mech-Toys ziehst du nicht. Jetzt willst du die Drohne erledigen. Ich frag nur aus reiner Neugier. Gut. Der hier ist nicht aktiv. Wer von euch ist der Größere? Der vorne. Den müsste man kurzzeitig mal kurz disablen. Genau den. Damit er nicht auf dumme Gedanken kommt, ne? Verstehst du? Schränke feindliche Bewegung ein. Gut gemacht. Dann kannst du dich da wieder zurückziehen, irgendwie umgesehen. Wenn ich jetzt hier lang renne, dann decken wir den Pott auch noch auf. Wie dicht sind die eigentlich dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Könnte knapp werden. Du kommst da auch nicht wirklich weg. Das Dumme ist, dass man von da aus nicht nach links schießen kann. Du machst dich definitiv erstmal steady. Wir werden eine gute Rakete benötigen. Ich habe so wenig Platz hier. Genau, geh mal die paar Meter hier nach vorne. Eine Rauchgranate vielleicht für irgendjemanden. Da vorne komme ich nicht hin. Wenn ich hier hingehe, haben wir den an der Backe. Wenn ich mich hier hinstelle, der Kleine.
Du könntest ja mal den Kopf einziehen. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob die zu uns kommen, freiwillig. Na, da bekommt jetzt erstmal einer ein Schild. Bleibt weg. So gemein. Genau, verzieht euch. Wir haben nur noch 6 Runden Zeit. Und wie sollen wir die ausschalten? Wie? Wenn wir wenigstens schon Quenchguns hätten oder sowas. Bing. Gut, das könnte den Schild von einem Mektoid erledigen. Theodor? Sehr gut. Schild weg. Und guck mal. Ach, der hat ja keinen Schaden genommen. Na dann, Feuer frei. Oh, ich hätte erst mal schreddern sollen. Weißt du was, wir verzichten aufs Schreddern. Und schießen direkt etwas, was Aua macht. Dazu müsste der Infomaus mal vielleicht weg. Vielleicht sollten wir dann doch schreddern. Bitte verzieh nicht. Gut, jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass Herbert in Reichweite ist. Ja, ist er. Komm, mach ein Blatt. Den vorderen könnte eventuell Infamauser platt machen für mich. Gut. Läuft noch. Noch sind wir im Spiel. So, den zweiten siehst du leider nicht. Na komm, verpass ihm nochmal einen zwischen die Augen. Gut. Ja, ist gut. Ich muss noch wirklich überlegen, wie ich da rankomme. Wie gesagt, die sind hier viel zu dicht dran. Könnten sie ja nicht abzählen, wie weit die weg sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jo, also wenn sich Infomaus auf die andere Seite stellt, decken wir was auf. Das bedeutet, wir können nicht hier durch lange rennen. Wir könnten aber... Theodor kommt nicht so weit. Atja, du gehst mal... Wobei, der könnte dann hier lang rennen. Probleme über Probleme. Geh mal hier hin. Vielleicht rennt er dir einen Overwatch rein. Wobei, der wird sich gar nicht erst bewegen. Das bewirkt nicht das, was ich gerne hätte. Ja, da müssen wir wirklich darauf hoffen, dass da nicht weiter was schief läuft. Position bestätigt. Wobei hätte ich dich vielleicht hier stehen lassen sollen. Moment. Nee. Ärgerlich. Ich hätte vielleicht schauen sollen, ob ich Infomauser von hier aus noch ein bisschen Support geben kann. Rennt weg. Das ist A2 Mektoids. Das eigentliche Problem hier ist der Sektor Commander. Genau, lauft weg. Euch möchte ich nichts zu tun haben. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt muss er nur noch in die Close Combat Reichweite reinrennen. Nein! Wag es ja nicht. Au. Ein kleiner Sektor gibt's auch noch. Ist in Ordnung. Das kriegst du zurück, Rache.
So, das war jetzt der dritte MECT heute, oder? Genau, lad nach. Du musst eh nachladen. So, die sind ja das eigentliche Problem. Doc, du musst darüber. Auch wenn es dann an einem Meter scheitert. Vielleicht mal nachladen oder sowas. Zurückschießen bringt da gerade nichts. Doc, du rennst mir da erstmal rüber. Ich hoffe, du deckst nichts auf. Das war gut. Dann kann Catweasel hier hingehen und ihm eine Granate auf den Kopf schmeißen. Dann steht er aber ohne Deckung da. Bin unterwegs. 31%. Probier's. Nein. Daneben. Hallo. Herbert der Regler. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Mal, wie weit sind die weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das bedeutet, ich kann problemlos hier in die volle Deckung rüber. Und nachladen. Catweasel, du gehst mal hier hin. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen doof, aber hey. Der zweite Pot zieht sich weiter zurück. Finde ich wirklich sehr gut. Vor allem muss ich Herbert jetzt endlich mal näher ranbekommen. Und ich höre noch Floater. Nicht bewegen, das wird wieder. Selbstverständlich wird das wieder. Herbert. Du gehst dann mal hier hin irgendwo. Von da aus kannst du aber auch nicht wirklich richtig zielen, oder? Hier könntest du in Bedrängnis geraten. Du brauchst schon sowas ähnliches wie Deckung. Hier in Position. Nachgeladen. Genau, gut. Herbert, erstmal hier rüber. Schritt für Schritt. Das könnten wir eventuell nicht sehen, wenn wir hier hingehen. Eventuell. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht verschreien. Das Ding können wir uns locker holen. Alles wieder im grünen Bereich. Genau, dann warten wir erstmal ab. Ah, die rennen weiter weg. Sehr gut. Das Problem ist, die stehen dann wieder auf dem Haufen, oder? Der rennt auch noch weiter weg. Ausgezeichnet. Nun gut, holen wir uns mal das Ablassventil. Oh, hi. Ist ja gut. Gute Arbeit, Strike One. Das verschafft ihnen etwas Zeit, um zu dem Lastwagen zu gelangen. Keine Ziele verfügbar. Kannst du so weit deine Rakete schießen? Top Antwort ist ja. Kriegst du es auch mit einer konventionellen hin? Ja, dann bekommen alle da in der Reichweite Schaden. Ich glaube, das ist mir aktuell lieber. Vielleicht macht ja auch so ganz gut Schaden, wer weiß das schon. 11. Mit 11 kann man arbeiten. So, Marina, du siehst nichts. In Bewegung. Ernsthaft? Bin ich jetzt mal nicht so gesund von dir.
Von hier aus könntest du allerdings schießen, aber... Ja. So, jetzt habe ich mich wirklich zu 100% auf den Schuss hier verlassen. Weißt du was? Wir gehen mal ein bisschen Risiko ein. Blitzschnelle Reflexe. Oh, mach keinen Quatsch. Gut. So, dann erstmal Holo zielen. Oh nein. Ja, das hast du. Bin unterwegs. So, Theodor, es liegt an dir. 2x84%, bitte. Gut, aber nur 4 Schaden. Oh nein. Es läuft alles andere als gut. Du kannst nicht weiter vor. Na komm, schieß nochmal auf den dicken hier. Ja, jetzt ist der Geschritt, dass ich zuerst machen soll. Moment, Felder zielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wirf deine Blendgranate, deine Rauchgranate. Rauch eingesetzt. Gut. Dann kannst du auch noch nachladen. Und entsichert. So, in Vermaus sein. Ich könnte hierhin vorsprinten und den da platt machen, aber... Geh mal hier hin. Seien Sie auf der Hut, Strike One. Feindeinheiten nähern sich ihrer Gegenwart. Kopf einziehen. Gut. Da kommt der Sektor Commander wieder zurück. Und er gibt dem Mechthold ein Schild. Nun gut, wir schießen dann noch eine Rakete hin. Und der andere kommt auch wieder zurück. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir... Oh. Hi. Ja, da oben steht er gut. Ich kann mal snipen. Du nervst. Wobei, können wir dich wirklich snipen? Was sieht Marina? Nur das da. Wobei, gib uns da erstmal eine Rakete hin. Der Rest geschieht dann von ganz alleine. Schild neutralisiert. So. Marina, Feuer frei, würde ich da mal sagen, auf den Sektor Commander. Bitte, Triffin. Ja, aber es reicht nicht. So, Herbert. Erstmal den da. Gut. Und mit Double Tap. Probier's einfach. Und was bekommen wir? Holo-Ziel. Nächstes Mal kriege ich ihn. Catweasel, geh mal hier hin. Dann schmeißt du mir eine Granate hier hin. Dann geht zumindest der Sektor Commander dabei drauf. Wir haben nur noch 4 Runden Zeit. So, und jetzt braucht der Dicke nur noch 2 Schadenspunkte. Bin unterwegs. Theodor, wie schaut's aus? Das schaffst du doch, oder? Jawohl. Den Newton, den dürfen wir nicht vergessen. Und den einen Mechthold, der da oben steht. Moment, wo ist denn der... Ist das hier der Muton? Ich dachte, der wäre hier irgendwo hingelaufen. Nee, da gehst du mal nicht hin. Das Problem ist... Egal, wo ich dich hinschicke.
Wir haben ja immer noch einen Pott da vorne. Genau hier, seht ihr ihn? Komm, wirf deine Battle-Scanner dahin. Wo sind eigentlich die Floater, die ich gehört habe? Oder habe ich mir die nur eingebildet? Genau, einfach mal, so geht hier hin und zieht mir schon mal den Kopf ein. Dog. Du gehst hier hin. Genau, rennt weiter weg. Die Frage ist, was treibt der andere Mektoid? Rennt er wieder zurück? Das sind doch Floater, die ich da höre, oder? Das ist alles schon ein bisschen kritisch hier. Ich mach nicht los. Vielleicht können wir ja den einen Mektoid ignorieren. Wobei, wie weit ist es von hier drüben weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, wenn er nicht mehr oben steht, ne? Hat ja, geh mal gucken. Geh noch mal gucken. Wir sehen die nicht einmal mehr. Gut, bisschen Risiko muss sein. Der Druck auf den Damm lässt nach. So, zwei weitere Runden gut gemacht. Rücke vor. Ja, das hätten wir wohl gern, oder? Herbert. Was der Teil angeht, mal hier hin. Doc, du gehst hier hin. Dann kann Herbert immerhin hier hingehen. Du lädst nach. Vielleicht solltest du in Deckung gehen. Nur für alle Fälle. Catweasel. Bleib da. Dog. Zusätzliche Alien-Kontakte nähern sich Strike One's Position, Commander. Ah, der Sektor geht da nach oben. Komm, Theodor, mach einen Platt. Sehr schön. Oh, ein Muton im Rücken. Zwei Mutons im Rücken. Bin unterwegs, Feinde gesichtet. Hallo. Herbert? 52% immerhin. Nein. Komm schon. Gut. Mit einem HP ist er nicht mehr so gefährlich. Das Problem ist, ich muss jetzt dringend mal an das andere Rad ran. Du ziehst erstmal den Kopf ein. Genau, du lädst nach. Ich kann nicht vorrücken und ich kann auch nicht. Wir müssen definitiv näher ran. Auf den Weg. Ich glaube, der Mektor da oben auf dem Turm ist schon aus dem Spiel raus. Oder hat sich irgendwo hin teleportiert. Bist du schon bereits explodiert? Spiel? Achso. Das
sieht so aus, als wärst du bereits explodiert. Von daher geht Ning Hong hier hin. Und Cat Weasel geht hier hin. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Mutants da unten keinen Quatsch machen. Die rennen weiter weg. Ist in Ordnung. Ah, da kommt er. Oh oh. Der ist richtig groß. Und der versteckt sich. Wir haben nur noch 3 Runden Zeit. Die Kamera ist ein bisschen verwirrt. Marina? 78, 82. Schieß mal auf das da. Sehr gut. Und du kannst da hinten nicht helfen. Na dann, Rakete raus. Gut. Mein 7 Schaden. Atja? Yes, I copy. Look sharp. Enemies are in. Oh no. Oh no. Ja komm, du musst schießen. So, Theodor, du gehst mal hier hin. Du kennst du hier mal einen Feldposten? Das wird nicht ausreichen. Da muss noch mal jemand Schaden anrichten. Das reicht auch nicht. Komm, Informator, ich wette, du kannst es überleben. Oh, 51%, das ist nicht gut. Das ist viel zu viel. Und? Oh. Na komm, Feuer frei. Gut. Ja. So, Atja, du gibst ihnen mal den Rest. Ja, später. Zieh dich zurück. 28%. Probier's. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es getroffen hätte. Ning Hong. Geh mal hier mit rein. Wird noch eine Rauchgranate oder so? Nee, die kannst du ja nicht schmeißen. Uns bleibt kaum noch Zeit. Wir müssen schleunigst zu diesem Lastwagen gelangen. Ich weiß. Sie ziehen sich zurück, vorrücken! Ja, wir müssen jetzt wirklich Gas geben. Und da kommt er schon angerannt. Gut, immerhin ist er geschreddert. Oh oh. Und du rennst weg. Finde ich gut. Niederhalten ist jetzt nicht so gut. Genau, verzieh dich.
Nicht schießen. Ah, das ist keine Ziele. Ja, Adja könnte ja schon mal hoch. Wenn du nicht niedergehalten worden wärst. Bin dran. Gut. Nee, wo ist denn der? Ich hab gedacht, der wäre hier. Bringt also gar nichts. 274%, das geht doch sicherer, oder? Das ist riskant. Aber noch eine Chemgranate, um die Panzerung zu reduzieren. Das sollte definitiv nicht schaden. So, na dann. Schnellfeuer, bitte, bitte, bitte. Gut. Den bekommen wir down. Keine Frage. 66, 82. Oh, ich müsste auf den Mektoid schießen. Du hast hier genug eigene Probleme. Na komm, rück weiter vor. Weil es gerade nichts bringt. Ja, ich weiß. Au, es war kritisch. Hat der den Verstand verloren? Keine Panik, Soldat. Na komm, der muss dran glauben. Gut. Atja, Abmarsch nach oben. Let's do this. Oh weh, oh weh, dass das immer so knapp sein muss. Okay. 31% probier. Nein. Justiere Zielvorrichtung. Catweasel hierhin und absichern. Der Damm hält nicht mehr lange, Commander. Wir müssen diesen Lastwagen sicherstellen, ehe es zu spät ist. Oh nein. Infomauser, halt durch. Oh, oh. Ekelhaft. Oh oh. Hier geht's gut. Komm, den schaffst du doch mit der Pistole, oder? Alle Ventile sind geöffnet. Gute Arbeit, Strike One. Begeben Sie sich jetzt zu dem Lastwagen und stellen Sie diese Waffe sicher. Wir haben ein neues Ziel. Moment. Du hast keine Ziele, finde ich schade. Ich hoffe, das reicht bei dir aus. Du dich direkt neben ihn stellst. Bitte, 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 kritisch. Gut. So, dann musst du weiter vor. Adja nachladen. Aber erstmal runter. Not 31, 31. Bringt uns alles nichts. So, Theodor, vor. Du siehst nichts. Ärgerlich. Moment. Wäre ja gelacht, ne?
vor allem, dass uns jetzt langsam die Zeit wegrennt. Oh, Panik. Kommst du eigentlich mit Gift in Berührung? Dann geh erstmal hier hin. Vor allem, weil wir jetzt langsam durchrennen müssten. Gut. Das ist die Strafe. Lad nach. Ist sicherer. Oh, der trifft auch noch. Heidewitzka. Du triffst nicht. Na komm, jetzt müssen wir Gas geben. Das scheint unser Ziel zu sein. So, jawohl. Begeben Sie sich hin und bergen Sie die Waffe, ehe der Damm komplett zusammenbricht. Ziele wurden aktualisiert. Schaff ich das in der Runde? Und dann erstmal den hier wegpusten. Der Redner. Du hier bitte verbinden. Alles ist gut. Bleib einfach bei mir. Moment, Marina. Du gehst da wieder hoch und lädst nach. Unterwegs. 53%. Komm, Herbert, pust ihn weg. Sag ihm, dass wir das mit uns nicht machen lassen. Sehr gut. Die Frage ist, wo höre ich die ganze Zeit diese ekligen Floater? Aus Sicherheitsgründen werde ich da mal erstmal einen Battlescanner hinschmeißen. Scanning Target Area now. Guck mal, 3 Heavy Floater. Oh. Was sehen die uns von hier aus? Wer ist eigentlich mein schnellster Läufer? Du. Wenn ich dich hier hinstelle, dürften die es eigentlich gar nicht mitbekommen, oder? Im Laufschritt. Nein, sehr gut. Hier hin? Overwatch? Commander, der Damm wird jeden Moment brechen. Wir müssen zu diesem Lastwagen, ehe es zu spät ist. Alien-Verstärkung im Anrücken, Commander. Ja, super. Super. Atja, das ist jetzt nicht so gut, weil ich bräuchte eigentlich deine Ausweichskills. Wir müssen so viele Overwatches wie möglich neutralisieren. Gut. Der nächste Metroid ist down. Ich verbrauche zu viel Munition. Ja, das kommt vor. So. Okay, Boss, I ran. Watch 1. Die trifft. Oh nein. Atja, pass auf dich auf, Mädchen. Pass auf. Prepare to engage. Oh nein. Direkt durchrennen soll. Okay, wen opfern wir? Du kommst definitiv in die Zone rein. Catweasel, kommst du da rein? Nein. Oh, der hat dann Overwatch noch nicht abgefeuert. 3 Overwatches.
Au. Theodor, schau mal, ob wie viel du einstecken kannst. Kein einzigen. Oh. Na dann. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Kein Problem. Jetzt muss Adja nur noch durchkommen. Ich meine, Thailan. Komm, du bist unsere letzte Hoffnung. Mektoid? Nein, 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 du triffst nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Lass die Mission danach gewonnen sein. Oh. Was für eine schwere Geburt. Bitte, ihr versteht das nicht. Ich muss zu den anderen. Ihr könnt nicht. Ich kapiert ihr denn nicht? Wisst ihr, wie viele von uns sie getötet haben? Töten? Wie denn? Bitte! Ihr müsst mir helfen, die anderen zu finden! Großartige Arbeit, Commander. Es könnte sein, dass sich die Waffe, hinter der alle her waren, als noch wertvoller für uns erweist, als gedacht. Sind euch noch die Heavy Floater deinem Video aufgefallen? Was wollten die da? Naja, egal. Oh Mann. Moment, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, sorry. War das eine schwierige Geburt? Oh. Weißt du, ich habe so mit 5, 6 Mektoids gerechnet, dass es dann am Ende so viele werden. Hätte ich auch nicht gedacht. Und die Heavy Floater zum Schluss, die mussten echt nicht sein. Catwhistle, sorry, dass ich dich da als Kanonenfutter hernehmen musste. Aber du lebst ja noch. Und Infamauser, 50 Tage. Ich glaube, den Untergang von Exalt bekommst du nicht mehr mit. Das hättest du jetzt gebraucht, ne? Oh, Catweasel, was bekommst du denn? Tandem Warheads, eine Rakete und ein Bombardement. Alles gut. Alles sehr gut. Muss ich noch überlegen. Hab ja jetzt nur 40 Tage Zeit. Wurde Adja verletzt? Nein, sie hat ja nur 4 Schaden genommen. Marina hat sich auch gut behauptet gegen die Mutons. 15 Sektor-Leichen, war das echt so viele? 4 Mutons. Ein Dröhnchen, 29 Illyrium, 38 Meld, 7 Mechtoids waren es. Haben wir irgendwelche mit Explosivmitteln kaputt gemacht? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall heftig. Oh, ich bin bei immer noch ein bisschen... Ja, kaputtes Zeug, macht wir aber nichts. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Diese Frau, die wir aus der Alien-Gefangenschaft befreit haben, Annette, war Ihnen anscheinend von Exalt übergeben worden. Bislang will sie nichts dazu sagen, wie sie in deren Fänge geraten ist oder was sie so wertvoll für sie macht. So oder so, wir müssen sie im Auge behalten. Genau deiner Meinung. Ah, ich hätte hier gerne Mieser Trip, aber Neuralfeedback, warum denn nicht? Die Inspiration. Gut, was machen wir aus dir? Ich würde mal sagen, ein Medic, damit du deine telepathischen Fähigkeiten auch am besten ausnutzen kannst. Ja, Gefreiter. Kommt ja gut.
mit einem Gefreiten einfach mal so rausmarschieren. Ja, wir haben ja sonst keine anderen Probleme. Ne, Annette? So, und dann habe ich mir überlegt, was vielleicht wichtig für diese Mission gewesen wäre, was es deutlich einfacher gemacht hätte, wären die Quenchguns hier. Ja. Super wichtig für Gausswaffen. Verdoppeln nämlich den Rüstungsdurchdringungseffekt. Machen wir. Die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Dankeschön. Die große Frage ist jetzt, kommt jetzt die andere Mission, die Furien-Mission, weil auf die hätte ich jetzt gerade keine Lust. Vor allem so viele meine Leute vom A-Team verletzt sind. 55 Minuten, oh, müssen uns ein bisschen ranhalten. Kontakt entdeckt. Na, vielen Dank. Abfangjäger kann ich mir sparen, nicht identifiziert. Kontakt entdeckt. Eine Terrormission wird da vorbereitet. Sollen wir es jetzt angucken? Nee, komm. Wie schaut es eigentlich im Hangar aus? Ja, eine Laserkanone bräuchten wir da mal langsam. Jetzt habe ich dich aus Versehen umbenannt. Egal. Ja, wir brauchen Laserkanonen für dich. Verbesserte Avionik abgeschlossen. Gut, weitermachen. Commander, wenn wir diese UFO-Kontakte ignorieren, gefährdet das unser gesamtes Satellitennetzwerk. Danke, Bradford. Dann haben wir in der nächsten Folge in Berlin eine Terrormission. Ja gut, warum denn nicht? Kaserne sagt nein. Oh, ich möchte nicht mit müden Leuten ran. Aber ich werde wohl müssen, wie es aussieht. Mit wem können wir haben? Jeremy ist gut. Marius ist gut. Dann können wir noch... Meine Sturmsoldaten sind dann wieder auf Sparkurs. Dann müssten wir endlich noch jemanden losschicken für eine Exalt-Mission. Aber wie gesagt, das überlegen wir uns dann alles im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.